eigentlich heute mit einem neuen Teil aus meiner Serie Todsünden beim Basketball. Heute geht es um Pussy-Fouls. Finde ich richtig, richtig schlimm. Sowas hasse ich, sowas macht oft Spiele kaputt einfach. Letztens erst wieder gehabt, man zieht in die Zone, wird man leicht so am Finger oder an der Hand berührt und so und immer gleich faul, 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 faul. Es ist unglaublich, wie das nervt und so. Ich hasse sowas. Ich meine, man erkennt ja, was ein richtig hartes oder grobes Foul ist oder wie man das dann handhabt und so. Wenn man jemanden an der Hand berührt oder so irgendwie oder so am Ellbogen auch noch, das ist für mich kein Foul. Also ich sage echt selten Foul, das muss echt schon was richtig, muss schon was Krasses sein, weil ich persönlich schäme mich, wenn ich ein Foul überhaupt zugeben muss oder so. Das ist einfach so lächerlich und das ist irgendwie auch erbärmlich. Das ist so ein Weichei-Status oder so. Ich finde das echt richtig schlimm und wenn man vor allem jemand anders die ganze Zeit echt fault und so und nichts sagt, also für einen ist es kein Foul und dann aber selbst ein Foul haben will für sich selbst, ist es so erbärmlich einfach. Da sind mir schon Typen untergekommen, wo man sich echt denkt, fuck, was spielt man hier überhaupt noch? Es macht echt keinen Spaß und ja. Muss man keine Namen nennen, das sollte man echt, muss man von sich selbst wissen. Mit so Typen spielt man einfach nicht gerne. Kennt bestimmt jeder, jeder hat sich da schon mal drüber aufgeregt. Außer die Pussys, wo die Pussy-Fouls immer geben und so. Ja, weiß nicht, ob sie die selber nicht checken oder keine Ahnung. Da finde ich schon, ey, Basketball ist halt eigentlich ein Männersport sozusagen, da haben solche Pussys nichts zu suchen. Ist einfach so. Ball und Hand, ich meine, ja, wenn man mal draufschlägt, klar, und Finger berührt, das ist kein Foul, es ist einfach kein Foul. Auch mal so auf die Hand, es ist einfach, ja, wenn so ein bisschen klatscht. Natürlich muss es jetzt nicht so grob sein, dass man erst bluten muss, dass es ein Foul ist, das ist auch Schwachsinn, aber ja, ich habe gestern wieder so Spiele gehabt, oh mein Gott, rumgejammert und so, und jeder zweite Angriff war ein Foul und oh mein Gott, da macht es dir gar keinen Spaß mehr zu verteidigen und so. Naja, wirklich mal eure Erfahrung wissen. Kennt ihr sowas? Kennt ihr solche Typen, die immer so Pussy-Fouls callen oder alles, wo man ein bisschen berührt und so? Ich meine, die sollen zum Fußball gehen und da ihre Schwalben machen oder was weiß ich, oder nur mit Schiri spielen. Ja, das sind so Typen, die wo sich dann auch mit Schiri aufregen. Es war ein Foul. Diskussion. Oh Mann, ja. Spielt lieber was anderes, oder? Die haben doch da nichts zu suchen. Ja, in dem Sinne, Feedback geben. Gebt mir eure Meinungen, eure Erfahrungen, würde mich freuen. Abo noch da lassen für alles weitere. Ich sage vielen Dank, euer Mr. Mike. Böö.